Wir haben auch im Zuspiel gesehen, dass Sie bekennender Optimist sind. Nun würde man sagen, heute war wieder so ein, wenn man das so direkt sagen kann, so ein richtiger Scheißtag. Putin hat vier Regionen, erklärt, dass vier Regionen in der Ukraine annektiert sind. Die Ukraine hat einen Aufnahmeantrag gestellt in die NATO. Also man muss die schlimmste Eskalation befürchten dazu. Die Klimakrise, die Konjunkturkrise, die Wirtschaftskrise, die wir bereits erleben. Wie erklären Sie einem jungen Menschen wie Leroy zum Beispiel, dass es trotzdem richtig und wichtig ist, optimistisch zu bleiben? Weil man Krisen meistern kann. Wir haben nach dem Kriege eine ganz schlimme Situation gehabt. Unser Land war zerstört. Wir waren, meine Mutter und ihre drei Kinder waren auf der Flucht. Wir waren vom Tode bedroht. Wir haben gehungert. Wir mussten unser Leben vollkommen neu organisieren. Kein Mensch hat uns darauf vorbereitet. Und das ist gelungen. Ja, wir haben also die Kräfte in unserer Gesellschaft mobilisiert, in uns selbst, um Krisen zu bewältigen. Ich bin jetzt, wie Sie alle, ganz unsicher. Was passiert eigentlich mit uns? Covid war etwas, auf das wir uns nicht vorbereiten konnten. Der Krieg in der Ukraine kam über uns. Die Klimakatastrophe wurde uns endlich bewusst. Also alles Dinge, die wir bewältigen müssen, das schafft große Unsicherheit, Ängste. Politiker haben jetzt die Pflicht zu führen, auf die Ängste zuzugehen, den Menschen zu sagen, wir haben die Kraft, das zu meistern. Wir werden nicht mehr so weiter, Sie haben das eben sehr schön ausgedrückt. Wir werden Adele. Wir werden das nicht mehr so weiterleben können wie bisher. Aber wir werden unser Leben verändern müssen. Aber es wird immer noch unser Leben sein, das wir gestalten können. Sie haben also nicht das Gefühl, dass die Krisen heute ungleich größer waren als die, die Sie noch erlebt haben in Ihrer Jugend? Also ich würde sagen, Herr Di Lorenzo, was ich jetzt erlebe, habe ich mein ganzes Leben lang nicht erlebt. In dieser Intensität. Also doch. Ja, in dieser Intensität. Also hier ist ein Diktator am Werke, der die Menschenrechte mit Füßen tritt. Also alles, was ich im Leben gemacht habe, beruht auf dem Prinzip der Menschenwürde. Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 steht das an erster Stelle. Und es steht eine Begründung da. Wir schaffen diese Menschenrechte, weil die Barbarei des vorigen Jahrhunderts uns das Gewissen der Menschheit zutiefst verletzt hat. 1948. Das Gewissen der Menschheit ist heute wieder zutiefst verletzt. Das heißt, diese Völkerrechtsordnung, die wir aufgebaut haben mit der Charta der Vereinten Nationen, da steht im ersten Satz drin, wir wollen die Gräuel des Krieges vermeiden künftig. Und heute haben wir Und da kommt einer, der die Charta der Vereinten Nationen mit Füßen tritt und uns, die wir sie verteidigen, mit Atomwaffen droht. Das ist eine extreme Situation, in der wir uns befinden. Und ich meine, wir müssen jetzt wirklich beherzt sagen, Gas ist irgendwie bezahlbar, die Freiheit aber nie. Es geht die Freiheit zu verteidigen, nicht nur der Ukrainer. Ich würde gerne Leroy fragen, wenn Sie das hören, ob Sie dieses Gefühl entwickeln können oder diese Haltung entwickeln können, zu der Herr Baum auffordert, nämlich trotzdem optimistisch zu bleiben. Es ist sehr herausfordernd, muss ich zugeben, weil ich bin nach der Wende geboren. Das heißt, ich habe in meinem Leben nur Frieden erlebt. Also das ist ein großer Segen, gerade wenn ich Sie erzählen höre von Ihrer Kindheit und von früher. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Sie das Heutige so schwer wiegen im Vergleich zu dem damaligen. Aber Optimismus, wenn du so fragst, fällt mir schwer. Warum? Weil ich das so überhaupt nicht kenne und weil ich bisher auch noch keine Krise mit dieser Gesellschaft geschafft habe. Also Corona ist ja irgendwie auch noch nicht rum. Weil du es als so erdrückend empfindest? Ja, ich kannte nur Frieden und der Krieg war immer weit weg. Also ich wusste, das gibt es irgendwo, aber jetzt steht es so vor der Tür und die Schlagzeilen überschlagen sich und ich kann das noch gar nicht so richtig filtern und sortieren, bin ich ganz ehrlich. Aber Sie haben doch sicherlich die Absicht und den Willen, durchzuhalten. Absolut. Nicht. Na klar. Das ist doch schon der erste Schritt. Okay, na gut.
Wir kommen gleich noch mal zu den Menschenrechten. Warum Sie das angesprochen haben, hat ja auch einen Grund. Sie haben ein Buch zu den Menschenrechten gesprochen, was Ende des, des Monats erscheinen wird, also Punktlandung zu Ihrem Geburtstag. Ja. Aber vielleicht noch, auch wenn wir in Vorwahlkampfzeiten leben, wegen der Wahl in Niedersachsen, Sie haben gesagt, es wäre so wichtig, dass es jetzt Politiker gibt, die zu den Menschen sprechen in dieser Situation der Verunsicherung, der Angst. Tun das Politiker im Moment? Und nicht, gerade Regierende? Nicht alle. Nicht also, alle ist gut. Also, ich finde, es darf in so einer Situation nicht, dürfen keine Irritationen auftreten. Was sind Irritationen? Irritation ist Streit. Ja, über elementare Dinge zu streiten. Wie federn wir die Verteuerung der Energiepreise ab? Was machen wir, um die unteren Einkommensgruppen vor allen Dingen zu... Also der Streit, dass die Menschen das Gefühl haben, die wissen nicht, was sie wollen. Das darf auf keinen Fall eintreten in einer solchen Situation. Und ich meine, es muss von den Politikern auch mal eine Art Wärmestrom zu den Wählern aufgebaut werden. Die müssen das Gefühl haben, die sehen uns, die wissen, was wir empfinden. Das also Wort Wärmestrom werde ich mir von merken. Das wird ich hören. Ja. Ja, nicht? Also ein, haben Sie darauf das Copyright? Nein, das kommt von Leinemann. Von Jürgen Leinemann, dem Journalisten. Ja. Also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass die Menschen sich wirklich auch wiederfinden in dem, was die Politiker sagen. Da genügen nicht Tabellen über Einkommenssteuer. Das ist alles sind wichtige Dinge. Aber dass die Menschen das Gefühl haben, verdammt nochmal, die sehen, in welcher Situation wir sind. Auch die Situation der Unsicherheit, der Ängste, der Abstiegsängste, der Frage, wie geht es unseren Kindern? Nicht? Also wird das besser werden oder werden wir uns einschränken müssen? Im Grunde müssen wir uns heute darauf einrichten, die Normalität, in der wir gelebt haben, ist verdammt brüchig gewesen. Und es geht ein weiter so, wird es nicht geben können. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wenn euch das jetzt nicht schon genug war, dann jetzt schnell in die Mediathek, da gibt's das ganze Video.